Wie fühlt es sich wohl an, ein Jahr an einem Ort wie diesem zu verbringen? Das ist eine Frage, die ich mir bereits nach meinen ersten Tagen auf Koh Samui stellte. Nach all den Reisen versuche ich ohne große Erwartungshaltung einen neuen Ort zu besuchen. Ich wusste, dass Koh Samui sehr beliebt unter Touristen ist. Doch ich muss auch zugeben, dass dies eher ein Argument für mich ist, solche Orte zu meiden. Guten Morgen und willkommen zu diesem klischeehaften Videoeinstieg auf Koh Samui. Nach den paar Wochen in Bangkok war es an der Zeit, mal ein paar andere Ecken von Thailand kennenzulernen. Und damit beginnen wir heute auf Koh Samui. Und so langsam wird es hell, dass man das hier auch mal überblicken kann. Es ist wirklich unfassbar schön. Ich bin immer wieder aufs Neue überrascht, wie schnell so ein Sonnenaufgang abläuft. Eben war es noch dunkel, plötzlich kann man hier alles erkennen. Natürlich ist die Sonne immer noch nicht zu sehen, es ist noch dunkel, aber es sieht alles schon so wunderschön aus. Vor allem auch so, wenn man in die Richtung blickt. Ich bin wirklich gespannt, wie es hier gleich in 2 Minuten aussehen wird. An diesem Morgen war mir noch nicht bewusst, wie oft ich in den kommenden Wochen noch an diesem Strand sitzen sollte. Viel mehr kann man dazu gar nicht sagen, oder? Einfach wunderschön. Ich war schon so lange nicht mehr am Meer. Ich war schon fast ein Jahr lang nicht am Strand. Ich meine, ich bin jetzt nicht so der typische Strandbesucher. Ich gehe selten ins Meer, aber ich habe es irgendwie schon ein bisschen vermisst. Einfach so dieses Meer zu hören und vor allem auch so diese friedliche Stimmung am Morgen. Das habe ich immer auf Fuerteventura gemacht. Schnell früh morgens raus, kurz am Meer spazieren gehen und dann mit der Arbeit starten. Und ich habe das Gefühl, wenn ich länger hier wäre als eine Woche, würde mein Leben genauso ablaufen. Ich denke, Orte wie diese sind prädestiniert für Morgenmenschen und ich kann es einfach nicht in Worte fassen. So mit jeder Minute wird es einfach schöner. Irgendwann ist dann natürlich der Punkt erreicht, wo es nicht mehr ganz so schön wird. Aber den haben wir noch nicht erreicht, habe ich das Gefühl. Und ich meine, guckt euch das einfach an. Da kommt langsam Farbe ins Spiel. Dort wird es immer heller. Ich meine, die Wolken verdecken natürlich einiges, aber trotzdem, es ist einfach... Irgendwie mag ich diesen Ort. Und wenn man dazu dieses klare Wasser sieht und dieses Rauschen hört... Seht ihr das da, diese schwarze Linie in den Wolken? Ich weiß nicht, ob das die Umrisse von einem Gebirge sind, was sich hinter Wolken versteckt, oder ob das was anderes ist. Ich glaube, das warte ich noch mal ab. Es könnte die Nachbarinsel Koh Phangan sein. Dort werde ich auch noch hinfahren nächste Woche, aber sicher bin ich mir da auch nicht. Irgendwie ist es auch immer wieder dasselbe. Die ersten Tage nach meiner Ankunft habe ich irgendwie gar keine Lust. Ich bin immer noch ein bisschen kaputt von der Reise. Das vergesse ich immer wieder einzuplanen, dass ich mich vielleicht vor der Reise noch erholen sollte. Aber dann habe ich die ersten Tage halt, wie gesagt, keine Lust. Und so am 3., 4. Tag fühle ich mich auf einmal richtig wohl und will hier gar nicht mehr weg. Ich habe sogar schon angefangen zu planen, ob ich nicht mal ein komplettes Jahr in so eine Region komme. Das wäre auch mal cool. Aber da gibt es einige Fragen, die noch zu beantworten sind. Einmal noch umschauen. Ich glaube, schöner wird es nicht mal. Ich glaube, der Peak ist erreicht. Und damit begeben wir uns zum nächsten Punkt auf der Liste. Den nächsten Punkt habe ich leider nicht mehr erreicht. Ich bin etwas planlos durch die Nachbarschaft gelaufen, doch habe keinen Zugang zu dem Meer gefunden. Naja, dann ging es halt zurück ins Hotel. Ein weiterer Vorteil des frühen Aufstehens ist wohl das Frühstücksbuffet. Das sah noch alles wie frisch aufgebaut auf. Das ist jetzt meine erste Portion. Ich starte immer erst mit ein bisschen Obst und Kaffee. Normalerweise frühstücke ich nicht, aber mit Obst kann man ganz gut in den Tag starten, finde ich. Aber der wird nochmal nachgelegt. Ich bleibe auf jeden Fall eine Zeit hier. Ich habe meinen Laptop dabei. Der wird gleich nochmal ein bisschen recherchiert, was ich so im Laufe des Videos noch alles machen werde. Ich habe mir mal zwar wieder einen Platz in der hintersten Ecke gesucht, aber trotzdem ist es hier komplett leer. Und da um die Ecke geht es noch weiter. Runde Nummer 2, während ich gerade nach einem Mietauto schaue. Die Suche war vergeblich oder ich entschied mich dagegen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht mehr, was der Grund war. Kurze Zeit später saß ich in einer Song Tae. Auf Koh Samui gibt es keine öffentlichen Verkehrsmittel. Doch die Song Tae kommt schon nah ran. Dabei handelt es sich um umgebaute Autos, auf deren Ladefläche Bänke angebracht sind. Natürlich ohne Gurt. Eine klar definierte Route gibt es nicht. Sieht man eines dieser Autos, die sich meist durch Hupen ankündigen, klärt man mit dem Fahrer die Route und den Preis ab. Zwischendurch kann es vorkommen, dass noch weitere Personen dazusteigen. Dabei kann es auch mal vorkommen, dass man Ecken sieht, die man als Tourist sonst nicht direkt zu sehen bekommt. Solche Orte lassen die Ferieninsel stets in einem anderen Licht erscheinen und zeigen das wahre Leben in diesem Land. Auf Koh Samui gibt es nicht nur mega schöne Strände zu entdecken, sondern es gibt auch ein paar Sehenswürdigkeiten hier. Unter anderem einer der bekanntesten Tempel von ganz Thailand. Ich bin schon auf dem Gelände, aber ich wollte erstmal die Aussicht genießen, denn wir sind an der Nordküste. Was bedeutet, wir können ein bisschen auf das Meer schauen. Und das muss man doch immer erst ausnutzen, oder? Aber fangen wir nochmal von unten an. Big Buddha, habe ich oben schon gesagt, einer der bekanntesten Tempel in ganz Thailand. Und die 12 Meter große Buddha-Statue aus Gold ist schon aus mehreren Kilometern zu sehen. Rundherum um die riesige Statue stehen dann noch kleine,
oder liegen kleinere Buddha-Statuen. Einmal rundherum. Etwa 200 Meter gegenüber von der Statue sind noch ein paar Statuen aufgestellt. Und ich finde die Figuren echt cool. Ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Zumindest die Meerjungfrau, die ist auf Google Maps markiert. Da dachte ich, ich gehe auf jeden Fall mal hier kurz vorbei. Aber ansonsten kann ich euch wirklich nicht viel dazu sagen. Hier stehen keine Schilder oder sonst was. Ich habe keine anderen Informationen. Sind auf jeden Fall recht bunt. Sehen ganz cool aus. Sollte man auf jeden Fall mitnehmen, wenn man sich den Big Buddha eh schon anschaut. Von hier aus kann man dann auch den Big Buddha ganz gut sehen. Wenn zumindest die Bäume in der Mitte jetzt nicht wären. Ich denke, mehr gibt es jetzt da nicht zu zeigen oder zu sagen. Fahren wir weiter zur nächsten Station. Eigentlich wollte ich zu Fuß gehen, es sind 18 Minuten. Aber das Wetter macht mich echt verrückt. Wir nehmen ein Fahrzeug. So ist das Ganze schon viel angenehmer. Keine 5 Minuten später und ich bin da. Und ich sollte recht behalten. Mein erster Eindruck ist auf jeden Fall, der Tempel sieht noch ein bisschen schöner aus als der erste, den wir gerade besucht haben. Ist zumindest meine Meinung. Aber halt so wirklich so der erste Eindruck. Das ist noch nicht mal die Hauptfigur, zu der wir gleich kommen. Die ist jetzt da schon ein bisschen sichtbar, da gehen wir gleich hin. Aber es ist wirklich sehr schön hergerichtet hier. Gegenüber ist noch ein Tempel oder ein Gebäude. Ich muss sagen, ich habe auch hierzu leider auf die Schnelle nicht sehr viel Informationen gefunden. Von daher wird es dann wieder, eigentlich was wie immer, eine rein spontane Entdeckungstour. Und ich habe gerade einen Hahn entdeckt. Auf jeden Fall angenehm, dass es wieder am Wasser ist. Aber ich habe mich getäuscht, wir müssen auf die rechte Seite. Oh, das ist jetzt echt der erste Tempel hier in Thailand, wo ich sage, optisch gefällt mir der wirklich. Sieht schon faszinierend aus. Und da können wir jetzt auch gleich sehen, wo die Reise hinführen wird. Doch lasst uns zuvor hier noch ein bisschen die Zeit vertreiben. Wer ist das? Auf jeden Fall Rest in Peace. Und das ist dann wohl der Weg, wenn man vom Wasser kommt. Dann sieht man diese Rückseite. Ich habe zwar Pokémon-Socken an, aber da will ich reingehen. Nicht nur von außen macht das Gebäude was her. Auch innen sieht es wirklich schön aus, oder? Findet ihr nicht? Ich habe natürlich nicht gesprochen. Ich finde es immer wieder unhöflich, in solchen Orten zu reden. Auch wenn andere Menschen das dann vielleicht anders machen, das ist mir egal. Aber hier habt ihr ein paar Eindrücke, wie es drinnen aussieht. Und auf beiden Seiten hat man dann jeweils 3 Treppen, die dann mit den Drachen verziert sind. Auf jeden Fall sehr schönes Gebäude. Doch das Highlight dieses Tempels ist wohl die 12-armige Statue, Guan Yi. Und ich stehe gerade genau davor. Sie ist dort. Überall stehen Schilder, keine Tauben füttern. Und was machen Menschen? Ich glaube, ich habe einen Ninja entdeckt. Wenn man davor steht, wirkt diese Statue echt schon ganz schön gewaltig. Und der Stil gefällt mir auch. Und ich bin verwundert, dass mir auch dieser Stil gefällt. Dieser Grünton da auf dem Drachen und auf dem Kleid zusammen mit dem Gold, finde ich auf jeden Fall echt schön. Und dann schauen wir uns den doch noch mal genauer an. Ich meine, den kann man auch ganz gut aus der Ferne sehen. Eine Stufe. Ich meine, den kann man auch ganz gut aus der Ferne sehen. Aber wir gehen mal näher ran. Macht schon mal Spaß, den Weg entlang zu laufen. Und sich mit jeder Statue ein bisschen zu nähern, bis man dann vor etwas steht, was schon wieder zu groß ist, als dass man das richtig sehen kann. Aber wir haben ja Zeit. Wir haben Platz. Hier ist kaum jemand. Ich glaube, eine Person habe ich gerade noch gesehen. Aber sonst haben wir, glaube ich, wieder den kompletten Platz für uns alleine. Okay, ich weiß, jetzt werde ich einige von euch haben. Aber ich habe was entdeckt, was euch wahrscheinlich gefallen wird. Eine schlafende Katze. Direkt an eine der 4 Statuen. Rundherum ist jeweils so ein kleiner, wie nennt man das, so ein kleiner Schrein, würde ich das nicht nennen. Naja, sowas halt. 4 Figuren sitzen dort. 4 Figuren sitzen dort. Jeweils verschiedene. Die hat zum Beispiel 4 Arme. Die hat 4 Köpfe und ein paar Arme mehr. Kann ich von hier gar nicht zählen, wie viele das sind. 8, glaube ich. Die hat wieder nur normale Arme. Ist dafür aber grün. Ist ja auch von Vorteil. Und eine haben wir noch über.
Erst falle ich bei dieser Stufe fast hin. Jetzt rutsche ich hier fast aus im Wasser. Das habe ich gerade nicht gesehen. Hier ist eine riesige Pfütze und ich bin fast hingefallen. Auf jeden Fall habe ich die letzte Statue erreicht. Das dürfte der Elefant Indra sein. Wahrscheinlich habe ich gerade was durcheinander gebracht. Es fühlt sich komisch an. Ich glaube, das ist nicht Indra. Auf jeden Fall ist ein Elefant mit Swastika in der Hand. Ach, das dürfen nur nicht die falschen Leute in Deutschland sehen. Immer wenn ich diese Orte besichtige, dann habe ich so eine Lust, mehr über die Geschichte zu erfahren in Asien. Ich meine, ich bin nach Asien gekommen wegen Japan, habe mich monatelang auf Japan vorbereitet, mich nur mit Japan beschäftigt, alles gelernt, was ich so lernen konnte, was das dann ging. Und jetzt komme ich nach Thailand, fühle mich komplett unvorbereitet, hatte im Vorfeld gar nicht so die Begeisterung für dieses Land, aber die wächst allmählich an und ich freue mich wirklich auf alles, was wir noch entdecken werden. Über Fisherman Village habe ich beide Seiten gelesen. Einerseits, es ist ein totales Massiv und du musst unbedingt herkommen. Andererseits soll es eine komplette Touristenfalle sein und es überhaupt nicht wert sein. Und was macht man in diesen Momenten? Man kommt selbst hierher und macht sich selbst einen Eindruck. Und genau deswegen sind wir gerade hier. Die Gegend ist vorhin bekannt für einen sehr großen Nachtmarkt, der hier einmal die Woche oder zweimal oder dreimal, mittlerweile habe ich alles gelesen, stattfindet und recht bekannt ist. Ein weiterer Grund, warum wir in der Gegend sind, lautet am Ende der Straße. Doch erst einmal müssen wir durch Fisherman's Village durch. Aus der Richtung kommen wir gerade. In der Richtung war ich gerade kurz unterwegs, da gibt es nicht mehr viel zu sehen. Vereinzelt noch Restaurants. Und das müsste dann der Hauptbereich sein. Im Endeffekt soll es sich beim Fisherman Village um eine lange Straße voll mit Restaurants, Cafés und kleinen Shops handeln. So sieht übrigens das Ende der Straße aus. Aber ich gehe nochmal zurück. Ich war ein bisschen zu schnell durch. Es gibt garantiert noch die ein oder andere Kleinigkeit, die wir uns da anschauen können. Und ansonsten kommen wir gleich in die Gegend zurück. Ist auf jeden Fall sehr schön. Ich habe mich hier gerade schon umgeschaut. Die Straße ist nicht sehr lang, aber auf jeden Fall sehr gemütlich, um einmal durchzulaufen. Ich hatte im Vorfeld gelesen, dass es allgemein eine sehr angenehme, entspannte Stimmung hier sein soll. Es ist tagsüber, es ist natürlich noch nicht viel los. Aber das würde ich bestätigen. Bisher ist es hier wirklich sehr entspannt, fühlt sich wirklich sehr entspannt an. Aber das ist auf jeden Fall auch mein erster Eindruck. Ist wirklich sehr angenehm hier. Kann man auf jeden Fall mal vorbeikommen, wenn man auf Koh Samui ist. Es ist einfach unglaublich, wie viele unfassbar schöne Restaurants hier sind. Ich meine, das ist zwar nicht verwunderlich, wir sind auf einer Insel, aber hier in der Straße gibt es jede Menge Restaurants am Meer, mit Meerblick, halt dieses typische Meerrestaurant. Und da war ich noch nie, das heißt, das ändern wir jetzt. Was mir auf jeden Fall gerade schon aufgefallen ist, das Essen ist im Vergleich mega überteuert. Ich wollte sowieso nur einen Snack oder ein Dessert haben, aber ich wollte auf jeden Fall unbedingt eine kleine Pause machen, bevor es weitergeht. Das reicht auf jeden Fall mal, aber es sollte mir gefallen, das Eis fängt schon an zu schmelzen. Da ist das schon gar nicht mehr, was ich jetzt genau bestellt habe. Das erste, was ich bestellt hatte, da kam sie nochmal zurück und meinte, die hätten die Zutaten nicht. Auf jeden Fall irgendwas mit Apfel und Mango und halt Vanilleeis. Und Sahne ist auch dabei. Das hat erstmal gereicht und gut getan. Suchen wir erstmal einen geeigneten Platz für eine kleine Pause. Ich glaube, ich hatte euch noch gar nicht erzählt, was es damit überhaupt auf sich hat. Fisherman Village ist ein historischer Stadtteil vom Ort Poput. Jetzt sind wir am Strand angekommen. Ich bringe gerade irgendwas durcheinander. Aber ich wollte euch noch erzählen, dass es halt ein historischer Stadtteil war. Früher haben dort die alten Fischerboote gestanden. Es war ein Fischerdorf sozusagen. Heute werden die alten Gebäude benutzt. Wie gesagt, für Restaurants, Cafés und noch vieles mehr. Ihr habt es gerade gesehen. Es war auf jeden Fall recht angenehm. Für ein Video lohnt es sich, denke ich, nicht, da lange durchzulaufen. Aber so Tourist, einmal durchlaufen, ein bisschen was einkaufen. Macht auf jeden Fall Spaß. Geht man den Weg immer weiter geradeaus, landet man irgendwann hier am Poput Beach. Und das soll einer der schönsten Strände auf der ganzen Insel sein. Und da ich schon über ein Jahr lang nicht mehr richtig am Strand lag, wird es Zeit, das zu ändern. Zeit für eine kleine Pause. Ist halt nur die Frage, in welche Richtung wir jetzt gehen. In der Richtung geht auf jeden Fall die Sonne unter. Und dann sind ein paar mehr Menschen. Ich glaube, ich bleibe einfach hier vorne in der Nähe. Hier ist es schön ruhig. Aber ich glaube, bevor wir das machen, muss ich noch mal kurz das Wasser spüren. Hatte ich auch schon so ewig nicht mehr. Das tut auf jeden Fall echt gut gerade. Ich sollte mir auf jeden Fall vormerken, wieder öfter zum Strand zu kommen. Damit hatte ich schon auf Fuerteventura immer Probleme. In der Richtung geht die Sonne langsam unter. So lange warten wir natürlich noch hier. Das soll auf jeden Fall einer der schönsten Strände hier sein, um den Sonnenuntergang zu genießen. Aber da kann ich noch nichts empfehlen, da kenne ich mich noch nicht aus. Der Sand sieht schon ganz schön interessant aus, wenn man mal ein bisschen genauer hinschaut. Den besten Platz habe ich mir hier aber nicht ausgesucht. Da geht die Sonne unter in der Richtung. Ich hätte mich wahrscheinlich mal in der Richtung irgendwo breit machen sollen. Auf jeden Fall ist die Sonne fast weg. Ich glaube nicht, dass wir die noch richtig sehen werden. Ihr werdet garantiert auf dieser Insel aber noch einen Sonnenuntergang zusammen erleben. Morgen ist noch eine Chance.
Das sollte klappen. Das war wirklich überfällig. Ich habe total vergessen, wie entspannt es sein kann, am Strand rumzuliegen. Das Hauptziel, den Sonnenuntergang, habe ich zwar nicht erreicht. Dafür ist es jetzt kurz nach 18 Uhr. Der Markt dürfte geöffnet haben. Bedeutet, wir gehen auf dem Rückweg nochmal dran vorbei und schauen uns an, wie sich das verändert hat im Laufe der Zeit. Mehr Marktstände sind es auf jeden Fall geworden. Aber noch nicht deutlich mehr Menschen. Sieht irgendwie immer noch genauso aus wie vorhin. Jetzt, wo ich das Ende erreicht habe, kommen mir immer mehr Menschen entgegen. Das heißt, ich habe mal wieder das optimale Timing erwischt. Ich schätze, wenn man zu zweit hierher kommt, ist es auf jeden Fall sinnvoll, ein oder zwei Stunden später herzukommen, wenn es dann so richtig losgeht mit dem Markt. Ich habe auch keine Ahnung, wann der Markt jetzt wirklich ist. Ich habe gelesen Freitag, dann habe ich gelesen Montag und Freitag, dann habe ich gelesen Montag, Mittwoch und Freitag. Auf dem Schild steht jeden Tag, also bin ich total verwirrt, wann der Markt jetzt ist und wann nicht. Aber ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, welcher Tag heute ist. Ich glaube, müsste eigentlich Dienstag sein. Auf jeden Fall mache ich mich jetzt auf die Suche nach einer Song Tee. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Gestern konnte ich es noch nicht, heute habe ich es mal nachgeschaut. Ich nähere mich auf jeden Fall der Aussprache. Sieben Tage waren schneller vorbei, als mir lieb war. Und ich stellte mir zwischendurch die in der Einleitung erwähnte Frage. Wie fühlt es sich wohl an, für eine längere Zeit hier zu bleiben? Nun ja, Fähre und Hotel waren bereits gebucht und es war an der Zeit, die nächste Insel in Thailand zu besuchen, Koh Phangan. Doch ich sollte schneller zurückkommen, als ich mir gedacht hatte. So habe ich zum Ende meiner Asienreise noch einen kompletten Monat auf Koh Samui verbracht und habe mich wirklich sehr gut eingelebt. Ich habe dazu bereits ein Video veröffentlicht, wo es mehr darum geht, wie es sich anfühlt, vier Wochen in einem Hotel zu leben. Schau gerne auf meinem Kanal vorbei, es ist bereits online. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann!